Ringrichter Lawrence Cole, er kommt aus Dallas, Texas. Aber nun zu den Boxern. Rich LaMontagne aus Everett in Massachusetts. Den Berg, The Mountain, so nennt man ihn. Er ist 28 Jahre alt, 1,88 Meter groß, Profi seit 1993 und er hat einen fabelhaften Rekord. 19 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden bei 15 K.O.s. Dazu später noch etwas mehr, aber nun zu ihm, Vasily Girov. Der Presse nach, der 3:1 Favorit hier in diesem Kampf. Er lebt in Scottsdale, Arizona. Geboren ist er in Kasachstan. Er ist 24 Jahre alt, 1,88 Meter groß, Profi seit 1997 und sein Rekord 14 Kämpfe, 14 Siege, 14 K.O.s. Auch bei ihm eine fabelhafte Bilanz und die Insider werden wissen, Girov, Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 im Halbschwergewicht, in derselben Gewichtsklasse also, in der auch Thomas Ulrich und Sven Ottke, die deutschen Teilnehmer bei den Olympischen Spielen, angetreten sind. Mit Thomas Ulrich gibt es keinen direkten Vergleich. Einmal standen sie sich im Finale gegenüber. Damals konnte Thomas Ulrich aber wegen Verletzungen nicht antreten. Das war beim Chemiepokal 1996 in Halle. Und Sven Ottke, der hat diesen Vasily Girov einmal geschlagen. Das war 1995. Liegt also schon eine Weile zurück. Seitdem hat er für Furore gesorgt. Wie gesagt, die Goldmedaille bei den Spielen und danach ging er in die USA zu Promoter Bob Arum. Der hat ein Auge für solche Ausnahmeathleten. Und bisher läuft es dort in den USA für Vasily Girov ausgezeichnet. 14 Kämpfe, 14 Mal hat er durch K.O. gewonnen. Und dieser Kampf hier sein erster Titelfight. Zum ersten Mal für ihn ein Kampf über diese lange Distanz. Und darauf sind die Experten gespannt. Wie schlägt er sich, wenn es mal etwas länger dauert, bis er seine Kämpfe immer sehr schnell zu Ende, das Maximum 4 Runden. Länger stand Girov bisher nie im Ring. Lebhafte Runde, lebhafte erste Runde hier im Grand Casino. Allerdings noch ohne klare Aktion. Hier fehlt bei beiden noch die Linie. Girov, wie gewohnt, am Anfang sehr offensiv, geht nach vorne, versucht Wirkungstreffer anzubringen. Aber auch hier gut zu sehen in der Wiederholung.
Dabei war er bisher viel zu offen. Wird dann ausgekontert von Rich LaMontagne. Also bisher keine große Linie bei ihm, keine Führhand. Bisher von Vasily Girov. Hat sich gut entwickelt, der Kasache, der jetzt in den USA lebt. Als Amateur, da hat er noch die klassische russische Boxschule umgesetzt. Stand sehr aufrecht, vielleicht sogar ein wenig steif im Oberkörper. Hat jetzt in den USA gelernt, sich mit dem Oberkörper zu bewegen. Schlägt Haken mit beiden Händen und er hat viel Kraft. Ja. Erster Niederschlag. Rich LaMontagne beschwert sich, aber wertet das nicht als Niederschlag, sagt zu Girov, er soll nicht halten und schlagen. Da hat Girov seinen Gegner also ein bisschen umgerissen. Dieser Kampf hier ein Rahmenkampf in Biloxi, der Hauptkampf dieses Abends. Die IBO-Weltmeisterschaft in dieser Gewichtsklasse im Cruisergewicht zwischen Don Diego Puda und Robert Daniels. Puda genauso wie er hier, der Mann in der Tigerhose, wie Girov, ein Hoffnungsträger im Cruisergewicht, vielleicht schon einen Schritt weiter. Schon etwas mehr Kämpfe bestritten als Vasily Girov. Die Ecke fordert den Jab, die Führhand, der kommt bei beiden nicht. Weder bei Rich LaMontagne noch bei Vasily Girov. Hier die Ecke von Vasily Girov. Trainer Scott Adrey und Manager Ivailo Gotsev. Ja, zu Recht, kein Niederschlag. Das war Halten und Schlagen von Vasily Girov. Die dritte Runde jetzt hier in Biloxi. Leichte Vorteile für den vermeintlichen Favoriten, den Hoffnungsträger aus Kasachstan, Vasily Girov. Hatte mehr Treffer, mehr deutliche Treffer. Die ganz große Vorstellung seinerseits. Allerdings war das bisher nicht. Girov war bisher zu sehr auf Wirkungstreffer aus. Jetzt kommt die rechte, die Führhand etwas mehr, allerdings nicht als gerade, sondern meist über außen. Ja, und ganz deutlich zu sehen, die linke, seine Schlaghand. Die liegt abschussbereit. Girov wartet auf die Lücke.
Und dadurch bisher noch kein allzu ansehnlicher Boxkampf. Noch ein Wort zu Rich LaMontagne. Er, wie gesagt, mit einem ausgezeichneten Rekord von 19 Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden. Was in diesem Rekord fehlt, das sind die Namen, die bekannten Namen. Und beim Blick auf seine Bilanz, da fällt auch auf, hat erst ein einziges Mal außerhalb von Massachusetts geboxt. Von daher liegt der Verdacht nahe, dass man versucht hat, da einen Local Hero aufzubauen. Jetzt Abtausch hier in der dritten Runde. Aber noch einmal zurück zum Kampfrekord von Rich LaMontagne. Wie gesagt, der Verdacht drängt sich auf, dass man versucht hat, einen Local Hero aufzubauen. Einen Mann mit einer ausgezeichneten Kampfbilanz, der sich auch gut verkaufen und vermarkten lässt. Allerdings ohne wirklich einmal getestet worden zu sein. Und das geht natürlich zum Teil auch zu Lasten des Boxers. Da ist keine wirkliche Entwicklung möglich. Okay, can you feel the punches coming? You can see them coming? Give me a hand up. You can see the punches coming. Okay, then it's slip on there. Not too hard. Okay. You get hit with too many right hands and too many left hands too. Okay. Let's just get out there and get to work now. You're acting like you're fighting and we're not fighting. So box nuts, get out there and do your thing, baby. This ain't. Ja, also die Ecke von Girov auch noch nicht so sehr zufrieden. Trainer Scott Edry sagt, du siehst die Schläge kommen von Rich LaMontagne. Warum schlägst du hier mit? Du könntest ihn ausboxen. Nutzt deine Möglichkeiten, er soll ihn auskontern. Den Mann aus Massachusetts. Ballenvorschusslorbeeren für Wassily Girov. Und auch bei der Klasse, die er ganz ohne Frage hat. Man darf natürlich auch nicht vergessen, eins hat er sicher noch nicht und das ist genügend Ringerfahrung. Hat wie gesagt bisher nie mehr als 4 Runden im Ring gestanden. Kurzründige K.O.s, alle seine Kämpfe. Das ist gut fürs Selbstbewusstsein. Damit kann man ihn auch gut vermarkten. Allerdings, was fehlt? Ist dann die Erfahrung. Was mache ich, wenn der Gegner nicht gleich in der zweiten oder dritten Runde nach Wirkungstreffen zu Boden geht, wenn ich weiter boxen muss, wenn ich ihn ausboxen muss. Whatever he misses, he pays. So that means you got to be in position for that. Don't stay in front of him. He's throwing that right hand. That's short step time. Your hands are ready. They're ready. Let's get to work on this boy. Let's do it this round. Ja, hier nochmal die Ecke von Girov. Im Wesentlichen genau dieselbe Anweisung. Scott Edry sagt, viele der Schläge von LaMontagne gehen vorbei und das wäre die Chance für Girov. Das wäre die Chance für Konter. Stop moving your legs. Come on. You've been 12 rounds. Come on.
Ja, er liegt vorne, der Vasily Girov, nach vier Runden, das ist keine Frage, aber was bei ihm fehlt, ist erstens die Linie. Man sieht kein Konzept. Und das Überraschungsmoment, er ist sehr leicht auszurechnen. Kommt meistens über die Außenbahn, ganz selten Aufwärtshaken, auf der Innenbahn geschlagen. Rich LaMontagne sieht die Schläge kommen, von daher geht auch viel auf die Deckung. Das Einzige, was er hier gut praktiziert, er variiert zum Kopf und zum Körper. Musste schon einige Körperhaken wegstecken, der Rich LaMontagne. Come forward. Use your legs, Richie. That's the stick, right there, right behind him with the right hand. Ja, er soll sich bewegen, sagt Trainer Joe Lake zu Rich LaMontagne. Und er soll sich etwas trauen. Er soll vorwärts gehen. Hier ist sein Bild. Joe Lake. Ja, auch er merkt natürlich, dass Vasily Girov hier nicht unerreichbar ist. Kein Klassenunterschied hier im Ring. Auch wenn er hier als Favorit gehandelt wurde, der Mann aus Kasachstan. Und auch Rich LaMontagne dürfte gemerkt haben, dass Vasily Girov hier heute auch nur mit Wasser kocht. Und die Anweisung des Trainers lautet: Beweg dich, geh vorwärts, setz die linke ein. Beide Ecken geben mir pausenlos Anweisungen, ein Zeichen dafür, dass beide Trainer mit ihren Boxern alles andere als zufrieden sind, und das können sie eigentlich auch nicht sein. Kein Kampf auf hohem Niveau hier im Grand Casino in Biloxi. Gerade dann nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass der Gewinner des WBC International Titels automatisch dann ein Herausforderungsrecht besitzt. Er kann den amtierenden Weltmeister des Verbandes fordern. In diesem Fall, ich habe es vorhin gesagt, wäre das Juan Carlos Gomez, der in Hamburg lebende Kubaner. Aber in der Form, in der sich die beiden hier heute präsentieren, sowohl Girov als auch LaMontagne,
dürften ihn beide keine Angst machen. Der Vollständigkeit halber die restlichen Weltmeister im Cruisergewichtslimit aus Frankreich, der WBA-Weltmeister Fabrice Diozzo. IBF-Champ ist der Amerikaner Imamo Mayfield. Und den WBO-Titel, den Juan Carlos Gomez noch zu seinem WBC-Titel dazu gewinnen möchte, den hält im Moment der Engländer Carl Thompson. Und jeder weiß, dass Ralf Rocchigiani, der Berliner, auch einmal Inhaber dieses Titels war. Und gerade deshalb möchte Juan Carlos Gomez diesen Weltmeisterschaftsgürtel wieder zurück nach Hamburg holen. Aber von diesen Weltmeistern sind diese beiden Boxer hier im Ring trotz allem noch ein ganzes Stück entfernt. Die Platzierung in der unabhängigen Computerweltrangliste: Wassily Djirov auf Platz 38. Das ist für die Anzahl seiner Kämpfe, für bisher 14 Kämpfe, schon eine ganz ordentliche, eigentlich eine hohe Platzierung. Und Rich LaMontagne, er rangiert auf Platz 51, obwohl er mehr Kämpfe bestritten hat als Djirov und trotz seiner ausgezeichneten Bilanz. Und auch das ein Merkmal dafür, dass die Gegner, die er bisher geboxt hat, eventuell zu schwach waren, um ihn höher einzustufen. Jetzt wird er regelmäßig ausgekontert, der Rich LaMontagne. Djirov kommt jetzt gut durch. Bei ihm jetzt etwas mehr Linie, etwas mehr Konzept. Look at, but see, he's now he's being an amateur, Richie. Now he's hitting you with pa 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 and then moving. Bewegt sich jetzt besser der Wassily Djirov, damit kommt Rich LaMontagne überhaupt gar nicht zurecht. Wenn LaMontagne schlägt, dann gehen die Schläge meist vorbei. Und er weiß natürlich um die Schlagkraft von Wassily Djirov, hat natürlich auch ein bisschen Angst, ausgekontert zu werden, obwohl es jetzt keine Spuren im Gesicht von Rich LaMontagne und auch noch keine wirklichen Ermüdungserscheinungen bei ihm zu sehen. Er hat auch schon über 12 Runden geboxt in seinem letzten Kampf um den IBA Continental Titel. Das war am 16. Januar diesen Jahres. Der Gegner hieß Kenny Keane und diesen Kampf hat er verloren, Rich LaMontagne.
nach Punkten, nach 12 Runden. Das ist also die Niederlage im Kampfrekord von Rich LaMontagne und das Unentschieden. Das liegt schon eine ganze Weile zurück. Das war noch in seiner Aufbauphase 1994 im August gegen Ron Preston. Damals das Urteil unentschieden nach 6 Runden. Ja, das war tief. Ein Tiefschlag von Wassily Djirov. Und noch dazu nach dem Gong. Jetzt ist die Frage, was macht Rich LaMontagne und was macht vor allen Dingen der Referee? Lawrence Call. You got 5 minutes to recover. Das heißt, Lawrence Cole sagt, das war ein unabsichtliches Foul von Wassily Djirov. Und das wiederum bedeutet, Rich LaMontagne hat jetzt 5 Minuten Zeit, sich zu erholen. Kann er dann nicht weitermachen, dann würde gepunktet werden. Und dann würde er den Kampf aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren. Also, ja, er macht weiter, keine Frage. Aber Glück für Wassily Djirov, da hätte man auch anders entscheiden können. Der Schlag eindeutig nach dem Gong. Das war nicht mal mehr ein Grenzfall. Und dann zusätzlich auch noch ein Tiefschlag. Also da hat er Glück gehabt. Sehr wohlwollende Entscheidung von Ringrichter Lawrence Cole aus Texas. Man muss allerdings auch sagen, wäre der Kampf jetzt abgebrochen worden aufgrund der Entscheidung des Ringrichters, hätte er hier auf absichtliches Foul von Djirov entschieden, dann hätte das natürlich auch den Kampfverlauf bis jetzt auf den Kopf gestellt. Und Djirov, der dürfte auf allen Punktzetteln vorne liegen. Die Punktrichter, ich sag's nochmal, Elmo Adolf aus Louisiana, C.D. Jenkins und Fred Steinwinder, der Dritte aus Biloxi. Allesamt erfahrene Punktrichter und Ringrichter. Auch die dürften sehen, dass Djirov bislang die klareren Treffer an den Mann gebracht hat. Wenn auch ohne wirklich zu glänzen, ohne wirklich zu überzeugen. Und das bedeutet, Rich LaMontagne, der muss sich jetzt langsam etwas einfallen lassen. Geht zwar vorwärts, aber ist viel zu einfallslos. Wenn überhaupt, dann gibt es 1-2 Kombinationen links, rechts, die man schon im Ansatz kommen sieht. Gerade mal der Versuch mit einem Aufwärtshaken durchzukommen, allerdings ging der ins Leere und insgesamt bringt LaMontagne ihn viel zu wenig. Es scheint so, als wäre Rich LaMontagne in seinen Möglichkeiten doch zu limitiert, um diesen jetzt leichtfüßigen Mann Wassily Djirov hier einmal stellen zu können. Und der geht jetzt auch dem Abtausch, auf den er sich zu Beginn des Kampfes doch viel zu häufig eingelassen hat, aus dem Weg.
wartet darauf, bis die Hände von La Montagne ins Leere gehen, an ihm vorbeirauschen und sucht dann seine Chance für den Konter. Take the second step forward as he falls, as he drops away from me. You're trying to hit him and he's getting away. Take a deep breath. Ja, soll ihn nicht weglaufen lassen, denn Vasily Girov. Wenn der erste Haken kommt, dann bewegt sich Girov mit dem Oberkörper, dann geht er zurück. Oder er macht einen halben Schritt zurück und dann soll er hinterher. Der Rich La Montagne soll ihn dann nicht gehen lassen, sondern nachsetzen. Seinerseits einen Schritt vorwärts machen, damit er in der Distanz bleibt. Das hat bisher nicht geklappt. Ja, soll nicht in den Nacken schlagen. Vasily Girov und La Montagne, der scheint ganz offensichtlich noch nicht allzu viele Rechtsausleger geboxt zu haben bisher. Denn mit der Rechtsauslage von Girov, da kommt La Montagne überhaupt nicht zurecht. Linke gerade. Damit allein ist nichts zu machen. Das war Kopfstoß. Diesmal aber ganz sicher unabsichtlich von Vasily Girov. Ja, wenn er vorwärts geht, dann wird er ausgekontert, regelmäßig. Jetzt schöne Aktion von Girov. Ging da kurz an den Mann, viele kurze Haken und dann löst er sich wieder. Er boxt jetzt intelligenter. Er weiß natürlich auch, dass er vorne liegt. Kann seinen Gegner jetzt kommen lassen. Und er kennt natürlich jetzt auch die Möglichkeiten von Rich La Montagne. Ja, und jetzt wird's eng. Jetzt ist er kurz abgetaucht. Der Mann aus Massachusetts, da sah es so aus, als würde er vielleicht sogar zu Boden gehen, aber... Ja, er ist nicht zufrieden. Joe Lake kann auch nicht. Wenn es so weiterläuft, dann wird sein Mann hier den Kampf verlieren. Hier nochmal der Kopfstoß von Vasily Girov. Sofort rinnt Blut aus der Nase von Rich La Montagne und hier scheint Vasily Girov ausgerutscht zu sein. Zu Beginn dieser Runde waren die Kollegen des amerikanischen Fernsehens leider noch in der Zeitlupe, aber wird nicht angezählt. Also kann es da keine Schlagwirkung gegeben haben. Da muss Girov ausgerutscht sein. Noch drei Runden hier im Grand Casino in Biloxi. Und dann dürfte Girov seinen ersten Titel gewonnen haben. Dann darf er sich WBC International Titelhalter im Cruisergewicht nennen. Hat sich damit das Herausforderungsrecht, also einen Weltmeisterschaftskampf, erkämpft.
Allerdings dürfte davon nach dieser Vorstellung hier noch überhaupt gar keine Rede sein. Und das weiß wahrscheinlich auch Promoter Bob Arum, mit dem Giroff hier in den USA zusammenarbeitet. Ein erfahrener Mann, ein ganz alter Hase im Profigeschäft. Boxer, die einen Vertrag unterschreiben bei diesem Bob Arum, bei Top Rank, die werden in der Regel sehr gut aufgebaut, finden ideale Möglichkeiten vor. Viel Sachverstand bei Bob Arum und natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Bob Arum hat auch ganz große Boxer unter Vertrag, wie zum Beispiel Weltergewichtsweltmeister Oscar De La Hoya. Und so ergeben sich für solche Leute wie Giroff zum Beispiel Möglichkeiten, in ihren Aufbaukämpfen im Rahmen solcher großen Titelkämpfe zu boxen. Und das ist natürlich eine wertvolle Erfahrung, vor großem Publikum anzutreten. Jetzt wieder Abtausch aus Sicht von Giroff, natürlich absoluter Quatsch, absoluter Unsinn. Das hat er gar nicht mehr nötig bei diesem vermeintlichen Punktvorsprung. Davon kann nur Rich La Montagne profitieren. Selbst wenn Giroff hier gut trifft. Aber noch mal ein Wort zu der großen Kulisse. Wassily Giroff hat schon einmal vor so einem Weltmeisterschaftspublikum im Ring gestanden. Das war im Dezember 1997, damals im Rahmen der Weltergewichtsweltmeisterschaft zwischen Oscar De La Hoya und Wilfredo Rivera. Das war in Atlantic City in der Convention Hall und das ist natürlich eine wertvolle Erfahrung für den Kasachen. Der Wille ist da bei Rich La Montagne, aber die Möglichkeiten fehlen ganz einfach. Das ist deutlich zu sehen. Er kann einfach nicht mehr, ist in seinen boxerischen, in seinen technischen Möglichkeiten zu begrenzt. Da fehlen Kombinationen, da fehlt das Überraschungsmoment. Er explodiert nicht. Man sieht seine Schläge im Ansatz kommen. Giroff hat zwar erst 14 Profikämpfe bestritten, aber er verfügt natürlich über eine sehr, sehr große Erfahrung als Amateur. Somit kann La Montagne ihm hier keine Probleme bereiten. Also die Theorie vom Local Hero, vom Mann, der vielleicht doch nicht ganz so gut ist, wie sein Kampfrekord verspricht, die scheint auf Rich La Montagne zuzutreffen. Ja.
Jetzt bleibt Giroud wieder stehen. Vielleicht will er jetzt doch noch vorzeitig gewinnen. Ian Biloxi ist ein ehrgeiziger junger Mann. Kann sich vielleicht damit noch nicht so ganz arrangieren, dass er jetzt zum ersten Mal einen Profi-Boxkampf nur nach Punkten gewinnt. Du brauchst diese Runde. Ich denke, das ist noch geschmeichelt von Trainer Joe Lake. Was Rich LaMontagne hier braucht, ist der Lucky Punch. Ansonsten kann er diesen Kampf hier eigentlich nicht mehr gewinnen. Nimmt natürlich seinem Boxer hier nicht die Illusion. Und wer weiß, wie die Punktrichter hier letztlich entscheiden werden. Es hat schon alles Mögliche gegeben. Die obskursten Entscheidungen sind schon getroffen worden. Und deshalb muss man mit solchen Hypothesen, wer denn auf den Zetteln der Punktrichter vorne liegt, letztlich doch immer noch vorsichtig sein. Es wäre allerdings schon ein kleiner Skandal hier. Immerhin geht es ja um einen Titel des Verbandes WBC. Wenn auch kein wirklich wichtiger Titel dieser WBC International. Wieder Abtausch, auch in dieser letzten Runde. Ja, noch gut anderthalb Minuten hier in dieser letzten, in dieser zwölften Runde. Es tut sich nicht mehr allzu viel hier im Ring, im Grand Casino in Biloxi. Da bleibt Zeit, vielleicht schon mal ein wenig Bilanz zu ziehen. Ein Kampf, der sicherlich Neues gebracht hat von Wassily Giroud, dem Shooting Star aus Scottsdale in Arizona. Hier und heute hat er nicht geglänzt. Muss noch viel lernen. Da ist die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen für den gebürtigen Kasachen. Auch wenn er hier aller Wahrscheinlichkeit nach seinen ersten Titel gewinnen wird. Viel Arbeit noch für Trainer Scott Edry. Hat sich hier viel zu oft verzettelt, hat mitgeschlagen. Zu Beginn versucht, Wirkungstreffer zu landen, auch hier wieder vorzeitig zu gewinnen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Dadurch kein schöner, kein ästhetischer Kampf. Was fehlt bei Giroud ist der Jab, die Führhand. Hat die Rechte hier viel zu wenig eingesetzt. Von so einem ausgezeichneten Ex-Amateur hätte man vielleicht mehr boxerische Linie erwarten können. Der Kampf ist jetzt aus. Ja, Rich LaMontagne hebt die Arme, aber wie gesagt, das wäre ein kleiner Skandal. Das weiß er bestimmt selber auch. Bei ihm ist das viel mehr berechtigt. Jetzt kommt die offizielle Wertung der Punktrichter Elmo Adolf, C.D. Jenkins und Fred Steinwinder, der Dritte. Und ein klarer Punktsieg würde ein faires Urteil sein.
Hier nochmal einige Szenen aus der letzten, aus der 12. Runde. Schön zu sehen, Abtausch, da geht viel vorbei, viele Innenhände. Ja, und jetzt das offizielle Urteil, ein einstimmiges Urteil. Judge Elmo Adolph scores it 116-112. Judge C.D. Jenkins scores it 117-111. And Judge Fred Steinwinder III scores it 117-111. All to the winner and WBC International Cruiserweight Champion, Vasily. Ja, einmal vier und zweimal sechs Runden. So das Urteil. Der Punktrichter für ihn, für Vasily Girov, einstimmiger Punktsieger dieses Kampfes. Damit der 15. Sieg im 15. Kampf für ihn und er ist damit neuer WBC International Champion.